Unter welchen Bedingungen stoppt eigentlich der Motor automatisch, wenn ein Start-Stopp-System verbaut ist? Du hast in deinem Fahrzeug ein Start-Stopp-System verbaut. Das bedeutet zunächst, dass der Motor sich selbst unter gewissen Umständen abschaltet. Denke zum Beispiel daran, dass du an einer Ampel stehst. In der Zeit, in der der Motor nicht benötigt wird, sparst du Kraftstoff und die Umwelt wird geschont. Ob dein Motor nun abschaltet, ist von einigen Bedingungen abhängig. Angenommen, du fährst an einer Ampel, dann musst du zuerst den Leerlauf einlegen und die Kupplung loslassen, damit der Motor abschaltet. Bei einem Automatikgetriebe ist die Bremse zu treten. Der Motor schaltet aber nur ab, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Solltest du seit dem letzten Anfahren nicht über 5 km/h gefahren sein, schaltet das System deinen Motor zum Beispiel nicht ab. Wenn der Motor noch zu kalt ist, also unter 35 Grad Celsius Motortemperatur, schaltet der Motor ebenfalls nicht ab. Gleiches gilt, wenn die Außentemperaturen extrem sind. Die Temperaturen müssen zwischen 3 und 30 Grad Celsius liegen. Entscheidend ist zudem der Ladezustand der Batterie. Ist die Batterie stark entladen, wird das System deaktiviert, der Motor geht nicht aus. Weitere Bedingungen sind: Die Motordrehzahl muss unterhalb von 900 Umdrehungen die Minute liegen. Das Lenkrad darf nicht bzw. nur minimal bewegt werden. Die Klimaanlage bzw. der Kompressor darf nicht laufen. Dies ist abhängig von der eingestellten Innenraumtemperatur. Der Bremskraftverstärker muss in seiner Unterdruckkammer mindestens einen Unterdruck von 0,5 bar haben. Sind diese Bedingungen alle erfüllt, schaltet der Motor sich im Stand ab und startet automatisch wieder, wenn die Kupplung betätigt oder bei einem Automatikgetriebe der Fuß von der Bremse genommen wird. Du kannst das System selbstständig bis zum nächsten Motorstart abschalten. Es muss aber grundsätzlich aktiviert sein, sonst erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.